Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir machen weiter Nebenquests und zwar heute ein Traum aus der Asche. Stufe 21, es müsste eigentlich locker gehen. Mal schauen, wie lange sich die Quest hinzieht. So, hä? Ja, alles zugerammelt hier. Hallo? Hier rein oder was? Hier kann man rein. Okay. Richtig versteckt hier. So, sprechen wir doch mal. Ich will über meinen Traum sprechen. Natürlich, Erlöser. Aber zunächst musst du mir helfen. Wie? Ich habe Visionen von Gefahren. Eine dunkle Wolke türmt sich über drei Köpfen auf. Ein Abenteurer, eine Herzensbrecherin und ein Bettler sind in Gefahr. Was kann ich für sie tun? Gib jedem ein Amulett, das sie vor der Finsternis beschützt. Einen findest du nahe des großen Tempels. Einen im Ostbezirk. Und einen in den Tunneln, die sich darunter erstrecken. Ich warte an den Kais, am Becken des großen Tempels. Okay, wir haben wenigstens schon mal was auf der Karte. Nicht so wie bei der vorletzten Folge, glaube ich, war es mit den Reihern. Da wusste man gar nicht mehr, wo man hin muss. Okay. Wollen wir mal sehen, Noel. Klar, 160, okay, dann gehen wir doch erst dahin. Ist nicht so weit. Weg hier. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ach, schon wieder so ein... Können wir den von da oben killen? Bestimmt, oder? Wie viel Brot hat er gestohlen? Alles, was für den Palast bestimmt war. Tja, wer weiß, ob das hier sicher ist. Rebecca will, dass er hingerichtet wird. Da bist du ja! Lösch den Topf, bevor du runterfällst. Kennst du den Seher? Den Göttern sei Dank. Er hat Hilfe geschickt. Bereit zu kämpfen, Magi? Natürlich. Dann kämpfen wir. Wir sind alle down. Und jetzt? Ach so, ich musste wieder abliefern, oder was? Das war's. Freiheit! Okay, hier musst du her, oder? Amulett übergeben. Du bist ein guter Kämpfer. Ich hab gar nicht gekämpft. Das erste Mal haben sie mich kalt erwischt. Der Seher schickt dir dieses Amulett, um dich vor weiterem Schaden zu bewahren. Meine Kinder können keine Steine essen. Mehr als das kann ich nicht für dich tun. Möge dir das Glück wiederholt sein. Verzeih meine Unhöflichkeit. Du hast schon dein Leben riskiert, um mich zu retten. Solange ich am Leben bin, gibt es Hoffnung für meine Familie. Okay. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten. Können wir da vielleicht irgendwie auf den Turm oder so? Wir sind jetzt hier... Ja, jetzt müssen wir fast zu Fuß gehen. Gemeinsam!
Geh die weg hier. Aus dem Weg! Elende Missgeburt. Ruhe. Jetzt hau ich runter von dem Gaul. Okay, haben wir schon lokalisiert. Entschuldigung. Irgend so ein Tunnel soll der sein, oder? Hier kommen wir nicht rein. War hier nicht irgendwo so ein komischer Eingang? Okay, hier kommen wir nirgendwo rein. Aber der muss jetzt hier irgendwo sein. Ah, hier geht's nämlich rein, okay. Diese Tunnel hat der Seher erwähnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Aufpassen wegen Schlangen. Die haben mich ja schon mal überrascht. Okay, ich folge einfach mal. Das werden wir schon finden. Hoffe ich zumindest. Aha, da geht's nicht hoch. Oder kommt er hier hoch? Ah, kommt er sogar hoch, okay. Waren wir hier nicht schon mal? Hier waren wir doch schon, klar. Ich glaube, da ist irgendwas. Ja, dann komm her. Dann weißt du gleich, was hier ist. Hast du was gehört? Das ist ja nie. Hey, was? Ja, okay, der ist draußen, der wird hier nicht reinkommen. Hey, bist du krank im Kopf? Hey, friss das, du Ratte! Den haben wir schon mal. Da bist du. Die dürfte ziemlich allzu schwer sein. Dafür lasse ich dich leiden. Ja, probier's nochmal. Okay. So, jetzt ist bloß die Frage, wo der komische Kauz ist. Die haben nicht mehr. Wir sind damals von der anderen Seite gekommen. Und es war ein riesen Tunnelsystem, das weiß ich noch. Da geht es noch hinter. Aber wo wird der jetzt sitzen? Hier ist er. Ah. Oh! Alter Schwede. Den hier kann ich nicht mehr retten. Ich hab's gewusst mit dem blöden Schlangen. Ihr Göttlichen, umkreist ihn. Möge das Amulett sein Kar beschützen. Okay. Zweites Amulett. Und dann schauen wir doch gleich, wo das dritte ist. Der ist da unten, der komische Philakis. Porten wir uns doch gleich mal hier hin. Und holen wir uns den dritten. Thank you.
So, der ist dort hinten. Muss irgendwo hier sein. Okay, ja, schon angedauert. Und er ist in Bewegung auf jeden Fall. Ich glaube, der könnte auf dem Pferdchen sein oder so. Gehen wir doch mal hier rechts entlang. Vielleicht können wir ihn den Weg abschneiden. Oh, ich hasse, also die Dinger. Sobald ich 28 bin, hau ich den um. Aha, der ist eingesperrt. Okay. Und müssen wir jetzt natürlich schauen, gell? Okay, der ist ein bisschen weiter weg. Den müssten wir nicht kriegen. Hast du die Königin schon mal gesehen? Worauf wartest du noch? Ich könnte sagen, dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Lass deinen Stolz beiseite. Ich trage dich. Ja, wohin? Okay. Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Kein Problem. Ich hole meine Belohnung woanders. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Visionen verrieten ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Genau. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn Mach mal BD. Das waren alle drei Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Probieren Sie mal. Das Schlimme bei dem Phylakis ist, oder das Schwierige wird werden, dass der komplett in der Stadt rumfährt und da halt immer Wachen irgendwo sind, wenn ich den angreife. Das heißt, ich kann gegen den nicht alleine kämpfen, wahrscheinlich. Okay, der ist immer noch hier. Und ich bin aber gleich hier gespawnt. Alles klar, sehr gut. Optimoi. Hast du die Amulette verteilt? Klar. Ja. Nein, was hat der für einen Helm auf? Zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nil. Bring mich dorthin, und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann
schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis. Größer als ein Berg. Größer als die... Alles voll Krokodile hier. Aber Ruhe hier im Hof. Weiter, Erlöser. Worüber sprachen wir? Und dann warte mal schnell. Muss ich hier erstmal einsammeln. Apophis. Größer als ein Berg. Größer als die Vernunft. Looten und leveln, Leute. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Erlöser. Willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Klar! Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Mach mal bitte. Geh unter das Wasser südlich von hier und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Schwede. Ich hätte wieder rumeiern. Okay, da vorne ist der Tempel und hier ist auch ein Bötchen. Tun wir mal Boot fahren. Okay, schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass hier keine Krokodile mehr rumeiern. Und dass ich hier normal reinkomme und sind es hoffentlich keine Wachen davon, oder? Ne, das sieht nicht so aus. So, okay. Dann schauen wir doch mal. Müsste ja jetzt hier irgendwo sein. Ach. Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Oh, hier ist aber noch was. Müssen wir natürlich mitnehmen. Hier ist auch noch ein Schatz. Okay, Ort auch beendet. Jetzt aber aufs Boot. So, dann fahren wir doch mal hin, aber diesmal von der anderen Seite. Ein Nilpferd. Okay. Geh halt. Macht der denn? Was macht der denn da?
Hallo? Hallo? Wir müssen schwimmen oder was? Chnum. Wir gehen mal baden. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Erhebe dich, o Licht! O Licht! Du, der du ohne es bist, tritt hervor! Oh, Dunkel! Muss ich jetzt dahin, oder was? Hebe dich hinweg von seinen Augen. Jetzt komm her. Oh, Gott des Sehens, bringe ihm das Licht! Machen wir das Thema, vielleicht geht's ja schon. Er ist fort. Ja, das war mir klar. Kam er von der Insel? Du bist rübergeschwommen. Abgeschlossen, fertig, oder was? Okay. Dann ist diese Quest auch abgeschlossen. Hätten wir hier noch eine, die ist aber leider Stufe 30. Das werden wir nicht packen. Aber wir könnten doch noch schnell hier hinschauen. Hier wird es auch noch einen Aussichtspunkt geben. Den können wir uns dann auch noch holen. Ich würde sagen, wir machen jetzt in der Stelle aber trotzdem einen Cut. Ich werde schon mal dorthin laufen. Und natürlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder dann mit dieser Quest hier. Erstes Blut. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr freuen. So, gut. Da wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal mit den anderen Let's Plays. Schaut da auch auf jeden Fall auch mal rein. Ist auch unterhaltenswert. Genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.